Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Filmreihenvideo für euch. Und die letzte Ausgabe, da ging es ja um Late to West, zwei schöne kurze Slasher-Filme für zwischendurch, und wir bleiben in diesem Genre direkt mal dabei. In dieser Filmreihe geht es um die Filme von Hatchet, und auch hier haben wir ein schönes Schlachtfest für die ganzen Gorehounds unter uns. Und denke mal auch, da kommen wir bei dieser Filmreihe auch voll auf unsere Kosten. Ja, Hatchet ist aus dem Jahre 2006 und Hatchet bedeutet auf Deutsch kleines Beil, habe ich gar nicht gewusst, auch interessant. Und die Regie führte bei diesem Film der gute Adam Green. Der Film ist in Deutschland 28 Sekunden gekürzt worden, aber in der vorliegenden Version hier, also hier die Uncut-Fassung natürlich dabei, und ist natürlich auch ungeprüft, aber ansonsten ist der Film natürlich auch 18 Jahren freigegeben und geht gerade mal 81 Minuten, also auch hier ein kurzer Spaß, aber der hat es auf jeden Fall richtig schön in sich. Man muss ja wirklich ein was schon hervorheben, denn die komplette Hatchet-Reihe, beziehungsweise 1 bis 3, ist ein kompletter Film, den man sich komplett angucken kann. Also diese Filme gehen nahtlos über, und das ist hier schon mal diese Filmreihe schon was ganz Besonderes. Hatchet 4 kommt nämlich aus der Reihe raus, aber dazu auch gleich später mehr, warum das so ist. In Hauptrollen haben hier den Joel David Moore, ist der Ben, hat mitgespielt bei Voll auf die Nüsse, auch bei Avatar hier mitgespielt und auch Shark Knight 3D. Dann Tamara Feldman hat die Mary Beth gespielt, kennt man aus Verführung einer Fremden. Und Mercedes McNabb ist die Misty. Und sie kennt man noch aus Hatchet 2, sowie auch noch aus Buffy, die Dämonenjägerin. Und natürlich haben wir noch Kane Hodder, der Victor Crowley hier spielt. Und ihn kennen wir natürlich auch aus zwei weiteren Größen, nämlich einmal Freitag der 13. Teil 7 bis 10, und auch bei The Devil Rejects hat er einen kurzen Auftritt gehabt. Der weitere Killer natürlich ist hier, auch hier spielt Kane Hodder alle vier Teile eben den Victor Crowley. Und ja, um was geht es eigentlich bei Hatchet? Ja, ganz einfach, bei einem Besuch in New Orleans überredet Ben einen Kumpel davon, dass er mit in eine Sumpftour geht, um halt eben die Geistergeschichten zu erfahren und das Geheimnis von Victor Crowley bzw. die Legende von Victor Crowley zu erleben. Ja, aber leider erwacht dieser Victor Crowley doch zum Leben und er geht auf Menschenjagd. Also ihr seht schon, die Story ist wirklich komplett belanglos, aber das ist auch völlig irrelevant, denn der Film macht an sich extrem viel Spaß. Ja, wissenswert ist, gibt es da nicht sehr viel zu erfahren, im Netz nicht sehr viel gefunden, und in diesem Mediabook, wo wir hier haben, ist es auch wirklich sehr rar geschehen um Teil 1 und Teil 2. Da muss ich uns wirklich sagen, ist es sehr schwach. Hier ist wirklich noch ein Interview mit drin über Hatchet 3, was ich sehr schade finde. Ansonsten haben wir wirklich recht wenig Informationen über den ersten und zweiten Teil drin. Man müsste hier eventuell die zwei einzelnen Mediabooks holen noch von Hatchet, aber ganz ehrlich, es langt auch so. Also ich brauche jetzt auch nur noch die einzelnen Mediabooks. So, okay, kommen wir jetzt nun zu meiner persönlichen Meinung zu dem ersten Teil von Hatchet. Und wie ich schon sagte, was ich hier besonders gut finde an dieser ganzen Filmreihe, dass wirklich eine komplett zusammenhängende Geschichte wir haben. Teil 1, 2 und 3 schließen komplett nahtlos aneinander an. Wir haben auch hier ein paar schöne Gastauftritte dabei, wie zum Beispiel im ersten Teil haben wir zum Beispiel Robert England, den kennen wir ja auch als Freddy Krueger, und auch Tony Todd ist natürlich hier der Candyman. Ein geiler Titelsong immer am Anfang, hier Marilyn Manson, das ist ein New Shit, dann trotzdem Slasher, ein paar klitzekleine Schockmomente sind immer dabei, wo Alligatoren mal rausspringen und so, aber jetzt nichts Großartiges erwarten. Man sieht auch mal Kane Hodder ohne seine Maske, also man sieht ihn auch, wie er in der Wirklichkeit aussieht. Dann natürlich auch die Kameras und auch die Set-Design von diesem ganzen Film auch schön gestaltet mit den Nebelschwaden und ein bisschen dunkle Beleuchtung hier und da. Also auch das schon sehr schön gemacht. Auch hier haben wir einen schönen, bösen, schwarzen Humor, genau mein Geschmack. Nicht zu übertrieben, also die perfekte Portion dafür noch, deswegen ist es auch sehr gut gemacht. Und natürlich auch, was sieht man auch hier, natürlich Titties. Zwar nicht sehr viele wie sonst bei Final 13, aber auch hier ein paar fallen dann schon mal aus ihren Büsten halt immer raus. Also von daher ist es gar nicht mal so schlimm. So, natürlich haben wir hier auch wieder die ganzen vielen dummen Charaktere, die natürlich ganz wichtig sind. Die idiotischen Charaktere, einfach das Schlachtfest. Ich sage immer, mein Lieblingsspruch,
dummes Fleisch muss weg. Und bei diesem Film haben wir auf jeden Fall unseren Spaß, denn das ist nun mal so. Wir haben hier so viel dummes Fleisch. Und ja, jetzt kommen wir auch zu den ganzen handgemachten Effekten. Ja, die Effekte sind hier wirklich richtig geil in Szene gesetzt. Hier wird mit Gedärme gemordet, mit Echsen geschwungen, abgetrennte Körperteile fliegen herum. Wir haben hier wirklich viel, viel Spaß. Das Blut spritzt literweise gegen irgendwelche Gegenstände hin. Und das ist natürlich ein wahres Gorehound für uns alle, die diese Filme lieben und auch ja, in sich hineinziehen. Ja. Problem ist bloß, der Film ist eben recht kurz und erst eigentlich nach den wirklich 40 Minuten beginnt eigentlich der großartige Spaß mit den ganzen Gewaltorgien. Ansonsten die ersten 40 Minuten ist eigentlich recht viel Geplänkel mit Teenager-Gelaber. Also das hätten sie eigentlich sparen können, aber nein, ein bisschen Story ist schon mal ganz gut. Und ja, Hatchet 1 bekommt von mir 7 von 10 Punkte. Wie gesagt, eine schöne Film, wo man sich einmal einfach zurücklehnen kann, einfach Spaß haben kann. Wirklich, man hat wirklich sehr viel Spaß bei diesem Film und von daher ist Hatchet auch so ein Film, wie auch schon Late to Rest, einfach mal angucken, wenn man möchte. Ist auch nicht unbedingt so zwingend nötig, diese Filme anzugucken zu können. So, also Hatchet 1 bekommt von mir 7 von 10 Punkte und wir machen direkt weiter mit Hatchet 2, die in dieser Trilogie Media Bookman enthalten ist. Der Film ist dann 2010 entstanden dann und geht genau eine Minute länger, also 82 Minuten geht dieser Film. Auch dieser Film ist ab 18 freigegeben. Hier führt auch wieder Regie Adam Green, genauso wie auch schon von Teil 1. Wir haben hier aber eine kleine Veränderung in den Schauspieler, nämlich hier die Tamara Feldman hatte kein Interesse mehr an ein weiteres Mal mitzuspielen. Deswegen wurde hier eine bekanntere Schauspielerin genommen, nämlich die Danielle Harris. Ist hier spielt sie eben die Mary Beth und sie spielt jetzt auch noch bei Teil 3 und bei Teil 4 spielt sie ebenfalls nochmal mit. Aber Danielle Harris kennen wir auch noch aus Halloween 4 und 5, düstere Legenden und auch aus Halloween von Rob Zombie Teil 1 und Teil 2. Also eine richtige Scream Queen, wie auch schon Jamie Lee Curtis hier. Also sie hat schon einige Erfahrungen mit Horrorfilmen gemacht. Dann haben wir eine größere Rolle in diesem Film, nämlich Tony Todd ist hier Cliff Washington oder eben der Reverend Zombie. Spielen wir, wie gesagt, aus Candyman mit und natürlich auch aus Star Trek. Das ist der Kern, der Bruder von dem Worf. Aus Star Trek Next Generation haben wir noch Tom Holland, ist der Onkel Bob und er ist der Regisseur von Chucky, die Mörderpuppe. Und noch natürlich wie immer Kane Hodder wieder in seiner Paraderolle als Victor Crowley. Und noch Perry Chen ist der Sean und er spielt eigentlich auch bei allen 4 Teilen mit. Er ist eine wiederkehrende Rolle, aber in verschiedenen Namen, der auch schon bei Teil 1 mitgespielt hat. Hier spielt er eben den Sean. Um was geht es nun bei Teil 2? Wie gesagt, es wird direkt angeschlossen an Teil 1. Ja, Mary Beth ist die einzige Überlebende aus dem ersten Teil und sie geht zu Reverend Zombie und versucht mit ihm ihre Familienangehörige zu retten, die sie schon im ersten Teil gesucht hat. Und ja, aber der Reverend Zombie hat eine ganz andere Idee, warum er in den Sumpf geht und deswegen ein paar Söldner organisieren und dann möchten sie gerne Victor Crowley das Handwerk legen. Ob das klappt? Natürlich nicht, denn auch hier haben wir da extrem viel dummes Fleisch. Ja, die deutsche Version ist vom zweiten Teil genau 3 Minuten gekürzt worden, also auch hier wirklich ein sehr großes Slasherwerk und selbst das Bonusmaterial ist der Serie zum Opfer gefallen. Und ja, auch hier durch den Mediabook nicht sehr viel weitere Informationen gefunden im Netz. Und ja, jetzt noch meine persönliche Meinung zu dem zweiten Teil von Hatchet. Auch hier muss ich sagen, wie gesagt, es geht nahtlos weiter, weil ich es sehr schön finde. Der Titelsong auch wieder sehr gut gewählt. Hier diesmal singt es Ministry. Und vor allem hier natürlich hat hier Torator die größere Rolle, was ich sehr schön finde. Und er auch wunderbar wieder hier sich integriert in diesen ganzen Film. Also auch wirklich perfekt zu der Rolle passt auch hier rein. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Wissenswertes über Victor Crowley, die Vorgeschichte dazu, wie es dazu kam, warum er so aussieht, was mit ihm passiert ist. Auch das finde ich sehr interessant. Und natürlich auch wieder sehr viele idiotische Charaktere, wie auch schon bei Teil 1, Teil 3 und auch bei Teil 4. Ja, auch hier wieder der Splatter-Spaß beginnt leider auch hier erst nach der 53. Minute. Aber dann bekommen wir wieder eins voll in your face, denn hier wird wieder Ex geschwungen, Köpfe gespalten, also wirklich alles auf Kiefer rausgezogen, also alles, was man sich jetzt so wünscht bei diesen schönen Slasher-Filmen.
die einfach perfekt zu den ganzen 80er Jahren passen, aber hier noch einen draufsetzen, da kann es wirklich Freitag der 13. warm wirklich ja, sich verstecken, denn hier haben wir wirklich Blut- und Gewaltäugen, eins nach dem anderen dann zum Schluss, nach der 53. Minute, auch da wieder vorher wieder viel Geplänkel. Und vor allem dann kommt was ganz Tolles, und zwar eine extrem große Kettensäge. Und diese Kettensäge ist einfach mal ja, bombastisch, ja, ein verlängerter Schwanzvergleich kann mir fast behaupten, Wahnsinn, und dann geht es hier mal richtig ab. Ja, auch Teil 2 gefällt mir genauso gut wie auch schon Teil 1 und bekommt von mir ebenfalls 7 von 10 Punkten, also auch hier kann man nichts verkehrt machen. Wenn man einfach in diese Rutsche mal drin ist, mit Teil 1 angefangen, einfach Teil 2 und Teil 3 nachschieben, da kann man eigentlich nie was verkehrt machen, diese Reihe komplett anzugucken. Und damit sind wir auch schon gleich mal weiter. Also wie gesagt, Hatchet 2 bekommt von mir ebenfalls 7 von 10 Punkte, macht extrem viel Spaß und kann ich nur wirklich sagen, einfach mal angucken und einfach mal berieseln lassen mit viel Gewalt und viel Splitter. So, wir machen weiter mit Hatchet 3. Der Film ist aus dem Jahre 2013 und hat eine Laufzeit von 81 Minuten. Der Film ist ebenfalls wieder ab 18 freigegeben. Und ja, Regie führt hier diesmal nicht Adam Green, sondern sein Kameramann aus Teil 1 und Teil 2, nämlich BJ McDonald. Er hat schon eine Menge Frauen gehabt mit dem Charakter. Und ja, um was geht es eigentlich dann bei dem dritten Teil? Ja, mal wieder rettet sich die gute Mary Beth wieder aus den Fängen von dem guten Victor Crawley und geht aber jetzt zur Polizei. Doch leider, kein Mensch glaubt ihr, sie wird gefangen genommen, da sie komplett blutverschmiert ist, und wird gefangen genommen. Und die Polizei schickt dann wirklich ganz viele, ja, Polizisten in den Sumpf, um halt dort herauszufinden, was da passiert ist. Und sie entdecken extrem viele Leichen. Nur eine einzige Person glaubt ihr, nämlich die Amanda. Denn sie hat schon einige Studien über Victor Crawley gefunden und hat auch eine Idee, wie man ihn zur Strecke bringt. Ja, währenddessen im Sumpf wird es immer blutiger und es kommt eine Spezialeinheit, um hier Victor Crawleys Handwerk zu legen. Und was wird wohl passieren? Ja, lasst euch überraschen. Das ist eben die Geschichte von Teil 3. In Hauptrollen haben wir hier Danny Harris wieder als Mary Beth, wieder Kane Hodder ist wieder mit dabei als Victor Crawley. Neu dazugestoßen haben wir diesmal den Zach Gillian, ist der Sheriff Fowler, und ihn kennen wir aus Gremlins 1 und 2. Dann Caroline Williams ist die Amanda und sie haben wir gespielt bei Texas Chainsaw Massacre 2 und 3 und auch bei Stepfather 2 sowie auch aus Tage des Donners mit Tom Cruise. In meiner Hauptrolle haben wir noch den guten Derek Mears, ist der Taylor, und auch er war einmal ein Jason Voorhees-Darsteller, nämlich im Remake von Freitag der 13. und auch bei Predator ebenfalls mal mitgespielt. Dann wieder mal ein kleiner Mitball ist der Perry Shen, ist diesmal der Andrew oder eben gespielt bei Teil 1 und bei Teil 2 sowie auch in Teil 4. So. Gut, ein bisschen Wissenswertes gibt es über diesen Film. Wie gesagt, in dem Mediabook steht es mehr drin als in dem anderen. Und ja, Victor Crawley wurde in diesem Teil ein bisschen general überholt. Nein, nicht extrem vom Aussehen her, sondern eher von der Zusammensetzung seines Make-ups. Denn hier wurde eben Silikon verwendet, anstatt eben hier Latex-Schaum. Das große Problem bei diesem Film war wohl damals, dass der Budget von diesem Film extrem niedrig war und deswegen konnten einige Effekte nicht ganz so umgesetzt worden, wie sie eben bei Teil 2 und Teil 1 waren, aber ich für meinen Teil fand es noch trotzdem ganz gut. Am 7.11.2013 kam eben die geschnittene Fassung in Deutschland heraus und Kane Hodder hatte für ihn persönlich den schwersten Job bei diesem Film, einfach aus dem Grund, er hatte komplett seine Stunts selber durchgeführt, aber die hohe Luftfeuchtigkeit in Louisiana war natürlich auch die Dreharbeiten dann wirklich sehr schwierig und auch sehr anstrengend. Ein paar Computereffekte gab es auch, aber nur um Kabel und verschiedene Sachen wegzureduzieren. Ansonsten sind wieder auch handgemachte Effekte wieder mit dabei. So, soviel ein bisschen Wissenswertes über den dritten Teil. Online findet man über diesen Film auch so gut wie gar nichts. So, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Meinung von Teil 3. Auch hier muss ich sagen, perfekte Fortsetzung. Es geht nahtlos weiter und gleich am Anfang haben wir einen richtig schönen, krassen, geilen Kill, wo man denkt, wow, Wahnsinn, richtig, richtig steil. Und da war ich schon mit offenem Mund da gesehen.
das kann ja richtig heiter werden. Und muss gestehen, also hier habe ich jetzt für meinen Teil eigentlich jetzt nichts gesehen, dass es jetzt irgendwie schwächer ist von den Effekten her. Und ja, Titelsong war diesmal von G-War. Und auch hier wieder einige witzige Dialoge mit dabei. Vor allem zum Beispiel hier haben wir den Polizeiwagenunterhaltung mit dem Polizisten und der Amanda. Hier wirklich sehr, sehr witzig, wie ich persönlich finde. Und dann haben wir noch einen weiteren Nebendarsteller, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt habe. Und zwar der gute Sid Haig spielt hier mit, den man auch aus The Devil Rejects kennt. Als Captain Spaulding, ich liebe diesen Charakter, ja, und er auch in diesem Film einfach übertroffen mit genialen Dialogen, extrem witzig und auch das macht diesen Film natürlich auch sehr sympathisch. Ja, ab der Minute 45 geht es auch hier erst richtig los mit den Gewaltspitzen, aber auch hier muss man wirklich sagen, hier wird nochmal eine Schippe draufgelegt an Gewalt, was es nur so geht. Also auch wieder hier schöne, gute, handgemachte Effekte. Wie gesagt, ich habe jetzt von diesen wenigen Budget nichts so wirklich mitbekommen. Man zieht das eigentlich fast denen an. Denn man lässt sich einfach berieseln von diesem Film und hat einfach extrem viel Spaß mit den ganzen Gewaltorgien. Hier wirklich, der Anfang ist wirklich ein extrem geiler, harter Anfang. Also das hat mich schon wirklich komplett überzeugt. Aber dann gibt es eben noch Kills mit Elektroschock für die Axt. Entwirbelung, auch das sehr schön. Und auch Arme und Beine werden herausgerissen in jedem erdenkliche Art und Weise und vor allem der Holzschleifer zum Schluss kommt auch nochmal richtig geil an. Ja, der Schluss ist auch schon ekelhaft inszeniert worden, also auch hier, wie gesagt, fand ich das Budget wirklich sehr gelungen und auch Hatchet 3 bekommt von mir 7 von 10 Punkte, also diese komplette 3 Filme sind einander wirklich komplett abgeschlossen, schaut es euch an, mache extrem viel Spaß und von daher ist es auch wirklich eine gelungene Trilogie gewesen. Aber Adam Green hat auch gesagt, es wird keinen vierten Teil mehr geben, wenn, dann macht eben ein anderer, laut dem Interview von der Trilogie in dem Mediabook hier. Aber dann kam es doch ein bisschen anders da, denn wir haben hier dann 2017, also 4 Jahre später, kam dann Hatchet 4 Victor Crowley heraus. So, und das ist natürlich hier schon mal eine ganz interessante Geschichte am Anfang, die ich euch auch erzählen werde. Wir machen erstmal den Film an sich ein bisschen bearbeiten. Also Hatchet 4, Victor Crowley heißt dieser Film, also Victor Crowley und Hatchet 4, so kann man sagen. Geht 83 Minuten, also ein bisschen länger als die anderen beiden Teile. Ist ebenfalls ab 18 freigegeben, ist aber diesmal auch in Deutschland komplett umgekürzt erschienen. Und hier führt auch wieder Regie der gute Adam Green. In den Hauptrollen haben wir aber diesmal den Perry Shen, wie wir jetzt schon gesagt haben, komplett 1 bis 3 in wirklich verschiedenen Rollen. Aber diesmal spielt er den Andrew aus Teil 3 wieder. Dann haben wir hier die Laura Ortiz, ist die Rose. Und sie kennen wir auch aus The Hills of Ice, das Remake, Norbert und aus Guardians of the Galaxy. Dann Dave Sheridan haben wir hier, Dylan McMaster ist er. Kennen wir aus Scary Movie, das ist hier der Doofy gewesen und auch aus The Devil's Rejects. Dann Phyllis Rose ist die Kathleen, die kennen wir aus Sleep Away Camp. Dann Chase Williams ist der Alex, ihn kennen wir auch The Guest. Und natürlich wie immer Kane Hodder ist hier wieder Victor Crowley. Oder noch zum Schluss Taylor Mayne ist der Bernhard und ihn kennen wir aus Halloween Rob Zombie als Michael Myers. Teil 1 und auch Teil 2. Um was geht es eigentlich dann bei Victor Crowley? Ja, nachdem Andrew das Massaker vor 10 Jahren überlebt hat von Victor Crowley, hat er ein Buch veröffentlicht, wo er dann die Geschehnisse, seine Erfahrungen mit Victor Crowley erzählen darf. Aber kein Mensch glaubt ihm so wirklich. Alle denken, er ist hier der Mörder gewesen, weil er der einzige Überlebende war. Und ja, sie fliegt nochmal zurück zu den Sümpfen und was soll natürlich passieren? Es ist ein Flugzeugunglück und stürzt dann in den Sumpf ab. Und eine andere, ja, kleine Gruppe, die möchten ja einen Horrorfilm drehen, eben die Geschehnisse von Victor Crowley nachdrehen und laden dann auf YouTube das Video herunter, wo eben dann dieser Voodoo-Fluch wohl gesprochen wird, auf verschiedene Art und Weisen. Und was soll dann wohl passieren? Na klar, Victor Crowley erwacht wieder zum Leben. Ja, so viel dazu zu der Geschichte von Victor Crowley 2. Victor Crowley. Und ja,
gut. Jetzt erstmal hier ein bisschen Wissen über diesen Film. Auch hier sehr viel Information über dieses in dem Mediabook drin. Der Film war ein kompletter Fanservice von Adam Green und auch als Dankeschön angesehen für die treuen Fans von der Hatchet Army, so nennen sie nämlich diese Fangemeinde von dieser Filmreihe. Er drehte diesen Film 2 Jahre komplett im Geheimen. Keiner wusste genau, um was es dabei handelt. Und eigentlich war dieser Geheimtitel von diesem Film Arwen's Fancy Diner. Und die Arwen ist seine Katze gewesen, sein Hund war das, der immer war ein Maskottchen von seinen Podcasts. Ja, und Adam Green lud dann zu einer Sondervorstellung 2017 eben im August ein. Und alle, die da eingeladen waren, dachten, man bekommt eventuell eine längere Version von Hatchet 1 präsentiert oder auch in eine komplette Trilogie in einem Film. Aber stattdessen bekam es einen kompletten neuen Film zu sehen, nämlich Hatchet 4. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr geile Aktion gewesen für ihn. Und deswegen kam ihm dieser Film auch noch raus. Auch wurde der Film auch Wes Craven und auch George Romero gewidmet, die ja gestorben sind. Denn das war Adam Green seine Idole. Und ich habe auch oft mit ihm schon darüber gesprochen, über diese kompletten Filmreihen. Und auch sie haben sie gemeint, man darf diese Filmreihen, wo sie selber gemacht haben, nicht vernachlässigen und auch immer weitermachen. Und das sind seine Babys. Und deswegen kam eben noch ein Hatchet 4 noch heraus. Das Buch, was wir hier sehen in dem Film I Survival oder I'm Survivor, gibt es wirklich, denn dieses Buch wurde von Adam Green und Joe Kettner geschrieben. Leider natürlich nicht in Deutschland erschienen, aber im Film sagt auch der Andrew dann, er habe es mit seinem Ghostwriter, nämlich der Joe Kettner, zusammen verfasst. Also er hat das Buch wirklich geschrieben, also von daher hat auch das zur Realität auch ein bisschen gepasst. So. Aber jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Meinung und da schaut es nicht mehr ganz so rosig aus wie eben zu der anderen Trilogie, denn dieser Film kann man nicht fast alleinstehend darstellen. Okay, er spielt 10 Jahre nach Hatchet 3 und hier haben wir wirklich das Problem, die Charaktere sind noch dämlicher als Teil 1 und bis Teil 3. Auch haben wir hier wirklich extrem unterste Gürtellinie Scherze, wie zum Beispiel einen rausragenden Penis oder Titten, ja, die einfach überhaupt nicht wirklich zu dieser ganzen Filmreihe passen. Hier haben wir diese übertriebenen Gags, was mir überhaupt nicht gefällt. Viele extreme nervige Charaktere, ja, die es eigentlich nur wünscht, bitte sterbt endlich ganz schnell, was echt extrem unerträglich ist. Auch die ganzen Mädels, diese Frauen, aufgespritzte, nervige, hysterische Weiber, kann man sagen, die einen nur auf den Sack gehen. Die handgemachten Effekte sind wieder mit dabei, aber nicht mehr ganz so explizite Gewalt sind mit dabei, wie eben bei den ersten 3 Teilen. Dafür die Beleuchtung ist hier wirklich sehr schön gemacht worden, aber ist für mich persönlich kein Vergleich zu den anderen 3 Teilen. Die haben wirklich extrem viel Spaß gemacht und hier kann man eigentlich fast fremdschämen mit diesen ganzen Dialogen, wo da kommen und auch so viele Zufälle, die da passieren, ist auch einfach zu unrealistisch. Okay, man darf jetzt nicht von Realismus bei diesen Filmen sprechen, das ist natürlich auch wieder völlig klar, aber für mich ist dieser Film wirklich eher, ja, ein unnötiger Teil, den halt nicht hätte sein brauchen. Hatchet 4 bekommt durch die Effekte, ja, wunderbar, noch 4 von 10 Punkte. Er hat auch hier seine Momente gehabt, aber ansonsten bitte Hirn ausschalten, also noch mehr Hirn ausschalten als schon bei Teil 1 bis bei Teil 3, aber hier komplett außen vor, denn hier ist die Story noch belangloser und noch idiotischer als eigentlich die anderen 3 Teile, denn man hat einfach das Gefühl, man kennt einfach wirklich jeden Teil. Es ist wie natürlich auch bei Final Fantasy 13, es ist immer dieselbe Machart. Die gehen in den Trumpf rein, es wird immer mehr abgeschnitten. Also so kann man diesen Film auch beschreiben. In jedem Film werden mehr in den Sumpf reingeschickt und immer mehr darf der gute Victor Kroll ihn dann auch killen. Natürlich macht es Spaß, ist logisch, aber der 4. Teil ist für mich hier der schwächste Teil von der Reihe, bekommt von mir 4 von 10 Punkte. Die gesamte Filmreihe bekommt von mir 6 von 10 Punkte. Sie machen auf jeden Fall Spaß anzugucken, das auf jeden Fall. Aber es ist auch so eine Filmreihe, die man sich ansehen kann, aber man muss nicht unbedingt. Man muss nicht. Sie machen Spaß, wenn man wirklich auf so extreme Spendeffekte steht, dann auch hier einfach mal reingucken. Und auch Adam Green hat nun schon angekündigt, es werden ein paar weitere Teile folgen. Aber wann das passieren wird, ist noch nicht so ganz bekannt. Es soll wohl noch ein Teil 5 kommen. Und wenn das so ist, dann sind wir mal gespannt, wie dieser Teil sein wird. Ich hoffe mal, er wird wieder besser,
wie Teil 1 bis Teil 3. Ja, das ist nun meine persönliche Meinung zu der Filmreihe von Hatchet. Jetzt habt ihr gefragt, habt ihr diese Filmreihe schon gesehen? Wie findet ihr diese Filmreihe? Welches ist euer Favorit von den ganzen Filmen? Dann lasst mir gerne Kommentare da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und beep.